kleinen Moment noch, sagt sie, und lächelt mich freundlich an. Herr Stübi, kommt bitte mit, du. Die Frau Streit kommt auch noch dran. Bin gehockt im Ego, hab gewartet. Leute sind gekommen und Leute sind gegangen. Bin hier bleiben hangen, Stung für Stung. Und der Tag ist langsam um. Und was der Feister ist worden, steht sie angelegt, der Tür vom Barzimmer. Sie sind fix und fertig um morgen. Dann werde ich es auch noch schlimmer. Ich soll doch gerade hier übernachten. Dann sei ich morgen sicher bei den Ersten. Und sie können mir garantiert garantieren, sie gebe ich morgen wieder ihr Bestes. Einen kleinen Moment noch. Und er seid ihr dran. Und es geht mit den Schmerzen, hat Frau Blüss den Vorrang. Ein kleiner Moment noch. Es tut mir leid für euch. Und merci für das Verständnis. Ich mache hier, was ich kann. Langsam vernommen. Und die anderen Patienten haben mir zu trinken und zu essen mitgenommen. Ja, Stuhl reserviert und Heftchen sortiert. Und bin am Abend durch mit dem Besen. Und jeden Montag nach dem Mittag habe ich aus der neuen Glückspost vorgelesen. Habe Pflanzen gegossen, Hündchen gehütet. Eine halbe Kita hat auf mir gehütet. In diesen Augenblicken hat sie mir scheuch zugenickt. Und ein Lächeln verdrückt. Ein kleiner Moment noch. Und er seid ihr dran. Und es geht mit den Schmerzen, hat von Blut Vorrang. Ein kleiner Moment noch. Es tut mir leid für euch. Und merci für das Verständnis. Ich mache hier, was ich kann. Seht sie, so jetzt ist es an euch. Und mit grossen Augen wird mir klar. Ich bin allein, jetzt meint sie mich. Es tut nichts mehr weh, weiss schon gar nicht mehr genau, warum ich hier bin gelandet. Nebenbei nickt sich, warten hilft gäng. Das wär's jetzt auch gewesen. Die dürft jetzt gehen. Moment noch, ich kann doch jetzt nicht plötzlich gehen. Was machen denn die Nächsten, wenn er nicht mehr zur Seite steht?